Wie repariert man ein Loch in einer Schnittschutzhose? Ganz einfach. Mit dem Reparaturset von Grube. Neben dem Reparaturset brauchen Sie ein Bügeleisen, ein Geschirrtuch aus Baumwolle, ein Holzbrett und eine scharfe Schere. Wählen Sie im ersten Schritt den farblich passenden Oberstoff für Ihre Hose aus. Schneiden Sie zuerst den Flicken so zu, dass er etwas größer als das Loch im Stoff ist. Schneiden Sie dann die Bügeleinlage wiederum etwas größer als den Flicken zu. Legen Sie ein Brett zwischen Schnittschutz und Oberstoff. Das schützt den Schnittschutz vor zu großer Hitze beim Bügeln. Legen Sie die Bügeleinlage und den Flicken unter das Loch. Legen Sie ein Küchentuch auf die Hose, um Oberstoff und Bügeleisen zu schützen. Heizen Sie das Bügeleisen auf höchste Stufe vor und drücken Sie es dann ca. 20 Sekunden auf die betroffene Stelle. Lassen Sie die Hose gut auskühlen. Fertig! So gut wie neu! Übrigens, der Flicken kann alternativ auch von außen aufgebügelt werden. Dafür die Bügeleinlage und den Flicken von außen auf das Loch legen. Das Brett zwischen Oberstoff und Schnittschutz nicht vergessen. Und auch hier mit dem Bügeleisen 20 Sekunden auf Küchentuch und Schadstelle drücken. Falls nötig, kann der Flicken zusätzlich mit einem Handstich fixiert werden. Erledigt. Dieses Set und alles andere rund um Wald, Jagd, Landschaft, Natur und Umwelt finden Sie auf grube.de.